Hallo alle zusammen, heute mal ein ganz anderes Video. Und zwar, ich habe schon so oft im Internet diesen Tinkerbell-Kürbis gesehen. Meistens auf der Seite Do It Yourself. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, auf Facebook. Und ich habe den jetzt schon 2 Jahre lang beobachtet und jetzt wollte ich ihn endlich mal selber machen. Und der hat einen super schönen Effekt durch diesen Feenstaub, der quasi hinten an der Tinkerbell noch dranhängt. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt einfach dran. So, ich komme erst einmal zu unseren Materialien. Wir brauchen auf jeden Fall einen Kürbis, am besten mit einer hochglatten Oberfläche. Ich habe hier einen, der hat hier eine sehr längliche Oberfläche und das finde ich super für das Design, deswegen werde ich die nehmen. Eine Schüssel für den Müll, ein paar Messer zum Einschnitzen. Ich habe hier auch so ein Cuttermesser. Ich muss mal gucken, mit welchem es am besten klappt. Tesafilm und noch ein Feinliner. Eine ganz normale Schere. Dann braucht ihr noch das Motiv. Ich habe ja meinen Drucker, den benutze ich so selten, deswegen habe ich es einfach so gemacht. Ich habe das Blatt auf meinen Laptop gelegt, den Laptop ganz hell gestellt und habe das abgepaust. Ich habe hier verschiedene Größen. Ich denke, ich werde die kleinere Größe nehmen. Ich schneide das jetzt mit der Schere komplett aus und dann komme ich direkt wieder. Ihr könnt es auch ausdrucken, wenn ihr mögt, und dann einfach ausschneiden. So, nachdem ich das Ganze ausgeschnitten habe, so sieht das jetzt aus, werde ich das mit ein bisschen Tesafilm auf dem Kürbis fixieren. Ich werde das Ganze umdrehen, denn ich möchte es ungefähr so haben. Und nehme ich mir ein Stückchen Tesafilm. Oder 2 Stücke ist besser. Mache die dort fest, wo ich zum Beispiel hier oben an den Flügeln, wo man die Linie auch von selber nachziehen kann. Und klebe das Ganze dann, wie gesagt, dort fest, wo ich es haben will. Jetzt habe ich mich anders entschieden. Wenn der Kürbis so steht, steht er ungefähr so. Mal gucken, dass das alles gerade wird. Möchte ich es so haben. Also ihr klebt es dann so fest, wie ihr das haben wollt. Am besten so wenig wie es geht von dem Papier festkleben, damit ihr dort einfach nicht so viel nachzeichnen müsst. Aber ich glaube, das kann ich so lassen. So, und jetzt zeichnet ihr mit eurem Feinliner, müsst ihr schauen, ob der hält, muss ich jetzt gleich auch erstmal gucken auf dem Kürbis, das Ganze einfach ab, damit ihr eure Vorlage dann habt. Ich habe natürlich vergessen, vorher den Kürbis auszuhöhlen, aber das ist nicht schlimm. Die lassen den Feinliner einfach ein bisschen trocken, dass er nicht verwischt. Und ich mag es nicht so gern, wenn der Kürbis oben aufgeschnitten wird, weil man das dann so sieht. Deswegen werde ich ihn unten aufschneiden und zwar schief, so, also nicht gerade reinschneiden, sondern schief, damit ihr das Ganze wieder gut aufsetzen könnt. Und dann sieht man diesen Einschnitt nicht so doll, weil man achtet ja eher oben auf den Kürbis und nicht unten. Und es geht ja einfach nur darum, die Kerze dort reinstellen zu können und den ganzen auswählen zu können. So, dafür nehme ich mein großes Cuttermesser. Oh, das muss nicht so weit raus. So. Und ritze mir jetzt erstmal grob vor, wo ich das eingeschnitten haben möchte. Passt nur auf, dass ihr damit nicht abrutscht. Ich habe ganz neue, die sind sauscharf. So, das Ganze wird jetzt, wie gesagt, kannst doch ein bisschen länger machen, schief eingeschnitten. Dafür bewege ich das Messer immer so hin und her, da müsst ihr nicht schneiden, dann rutscht ihr auch nicht ab. Es ist einfach eine einfachere Methode, den Kürbis einzuschneiden. Einfach so hin und her bewegen, dann kommt ihr auch tiefer rein. Ich bin nämlich so ein Tollpatsch, ich tue mir gerne mal bei sowas weh. Mein Freund wird, glaube ich, die Krise kriegen, wenn er heute nach Hause kommt und ich mir in die Hand geschnitten habe.
So, jetzt schneiden wir hier oben erstmal den Driss ab, dass wir später da das Teelicht oder die Kerze schön hinsetzen können. Und dafür haben wir ja unsere Schüssel, da kommt der ganze Mist dann rein. Es ist leider kein Hokkaido-Kürbis oder so etwas, also kein Speisekürbis. Deswegen kann ich das leider nicht wiederverwenden, was ich dort rausschneide. Und deswegen landet das Ganze dann nachher einfach im Müll. So, müssen wir nachher noch gucken, ob das gerade ist, aber das kann man ja am Schluss gucken. Jetzt nehmt ihr euch einen Löffel. Ich muss jetzt mal das Messer ein bisschen sauber. Einen Löffel und hüllt das Ganze von innen aus. Ihr seht, das geht schon sehr gut, bei diesen Nicht-Speisekürbissen geht das immer einfacher. So, nachdem wir das Ganze ausgehöhlt haben, müssen wir jetzt natürlich die Tinkerbell ausschneiden. Und dafür nehme ich mein kleines Cuttermesser und probiere mal, ob das damit klappt. Und das dauert ein bisschen. Das ist ein bisschen Fummelsarbeit, aber sowas macht halt ein bisschen Arbeit. Ich schneide das, denke ich, erstmal ganz grob aus, damit ich später in die Feinarbeiten ran muss und dann nicht mehr so viele Stücke abschneiden muss. Was man natürlich machen kann, ist, wenn ihr mit eurem Messer nicht so tief kommt, erstmal ein bisschen vorschneiden und dann später tiefer schneiden. Wie gesagt, passt auf, dass ihr euch nicht schneidet. Kriege ich nachher noch Ärger von euch. Ihr könnt auch ein Skalpell nehmen, die gibt es auch beim Teddy oder Kick manchmal. Die sind ein bisschen spitzer und feiner für so kleine filigrane Sachen. Aber ich hatte jetzt keine Lust, noch extra bis dahin zu fahren. Deswegen nehme ich noch was tiefer. Deswegen habe ich jetzt einfach mein Cuttermesser genommen. Auf, dass ihr euch nicht verschneidet, schneidet lieber ein bisschen weniger raus, als dass ihr nachher euch zu viel rausgeschnitten habt. Wäre ein bisschen schade, denn das kann man schlecht wieder korrigieren. So, nun fange ich an, filigraner zu schneiden. Und dafür fange ich erstmal an, nur die Oberfläche anzuritzen. Ich hole euch mal was näher. So, also ich ritze mir erstmal die Konturen entlang. Ganz dünn, gar nicht tief. Denn das ist am einfachsten. Das ist dann könnt ihr euch nicht so schnell verschneiden, wenn ihr das erstmal nur grob vorschneidet. Und wie beim Zeichnen hilft wieder der kleine Finger zur Stabilisation. Probiert es einfach mal, das ist wirklich besser. So, nun habe ich schon angefangen, die etwas kniffligeren Stellen auszuschneiden. Wie gesagt, lasst euch da wirklich Zeit. Bei mir ist zum Beispiel ein Stückchen abgebrochen von dem Arm. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, kann man noch gut sehen. Aber es sollte eigentlich laut Schablone ein bisschen länger sein. Ja, wie gesagt, wenn da was abbricht, dann könnt ihr das halt schlecht wieder korrigieren. Deswegen lasst euch wirklich Zeit. Und dafür nehme ich das Messer, mache es sehr lang. Deswegen ist so ein Cuttermesser nicht schlecht. Und gehe dann genau gerade runter an den Linien und schneide mir dann aber auch immer nur so Ecken ab, damit ich einfach langsam vorankomme. So, und wenn ich dann gleich hier alles abgeschnitten habe, ich breche mir das auch manchmal so ein bisschen weg, wenn ich das schon gut eingeschnitten habe. Geht auch ganz gut, wie ihr sehen könnt. So. Und jetzt mache ich natürlich, wenn man hier unten reinguckt, sieht man hier noch so einen Rand. Und der wird meistens ein bisschen schiefer. Und deswegen schneide ich mir den noch schief nach hinten weg. Dass ich einfach quasi nur noch den
gehe ich von innen rein, ziehe mir das weg, damit ich einen dünneren Rand hier vorne bekomme und später beim Leuchten die Konturen einfach besser rauskommen. Also ich habe hier immer, wie man sehen kann, ziemlich schräg nach hinten geschnitten. Also nicht so gerade runter, sondern ein bisschen schräg nach hinten, damit die Konturen später einfach besser leuchten. Ja, und das macht ihr dann, bis ihr fertig seid und ja, dann kommen wir zum nächsten. Nun habe ich quasi den Feenstaub von Tinkerbell nachgezeichnet. Ich habe jetzt nicht überall hier Punkte reingezeichnet, weil ich habe es mir nur grob vorgezeichnet, wie es sein soll. Und zwar von außen her etwas dicker und nach hinten hin dann schmaler, so nach oben, in so einer Linie nach oben. Und um die Tinkerbell drumherum auch noch ein bisschen. Jetzt, um die Löcher zu machen, am besten nimmt man eine Bohrmaschine. Ich habe aber leider keine. Ich leih mir die immer aus. Und deswegen werde ich jetzt Nägel nehmen in verschiedenen Größen. Ganz wichtig, weil ihr braucht große Punkte und kleine Punkte dafür, damit es einfach realistischer aussieht. Und werde die überall dort reinhauen, wo ich sie haben will. An den Rändern müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr da eher kleinere Löcher nehmt oder die vielleicht etwas vorbohrt. Weil es kann natürlich sein, wenn ihr hier dann draufhaut, dass das Ganze euch abbricht. So, nun nehme ich mir die dicken Nägel für die großen Löcher. Und wie ihr sehen könnt, klopfe ich da ganz vorsichtig drauf und biege das Ganze noch so ein bisschen, also drehe den Nagel noch so ein bisschen hin und her, damit ich da ein schönes Loch habe und hinten auch nochmal ein bisschen lang gehe. Und so habe ich ein schönes Loch. Hinten werde ich dann später noch was mit dem Löffel frei kratzen, damit das Ganze noch schöner rauskommt. Und so werdet ihr das jetzt rundherum machen. So, je nachdem wie das Licht ist, könnt ihr jetzt sehen, vorne an dem Zauberstab ist jetzt so ein bisschen Licht, sieht das Ganze dann, jetzt falle ich hier fast hin. Mich mal gucken, dass die Kerzen hier. Sieht das Ganze dann so aus im Dunkeln. Also ich finde es richtig schön geworden. Man sieht die Löcher nicht so doll. Es ist aber auch nicht schlimm, weil man soll die Tinkerbell eher doller sehen. Was natürlich schön ist, wenn man einen großen Kübs hat, dann kann man hier unten einen breiten Rand lassen. Dann verschwinden die Kerzen unten besser und das Licht kommt besser durch. Weil wenn man jetzt mal so rumgeht, dann sieht man halt die Kerzen leider durch die Beine von der Tinkerbell. Aber ich hatte halt wieder einen kleinen Kürbis. Wenn ihr einen großen nehmt, sieht es natürlich noch besser aus. Und so seht ihr dann nochmal den Schweif, der nach hinten dann hochgeht. Und ich finde, das ist mal eine ganz andere Idee, einen Kürbis zu machen. Und vor allen Dingen für die Mädels und für die Frauen ist das wahrscheinlich total die gute Sache. Und mir hat es Spaß gemacht, den zu machen. Ich hoffe, ich habe euch inspiriert und macht schnell noch vor Halloween euren eigenen Tinkerbell-Kürbis. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!